Hoher Besuch im Herzzentrum Bad Krozingen. Die Klinik hat sich einiges vorgenommen. Hier soll demnächst das geplante Neubauprojekt des Herzzentrums verwirklicht werden. Die baden-württembergische Arbeits- und Sozialministerin Dr. Monika Stolz sagt die Unterstützung der Landesregierung zu. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzenden des Trägervereins und der Geschäftsführung des Herzzentrums trägt sich die Ministerin in das Goldene Buch der Stadt ein. Zum Abschluss ihres Besuches lässt sie sich durch das Haus führen. Können Sie kurz beschreiben, was für einen Eindruck das Haus bei Ihnen hinterlassen hat? Einen sehr guten Eindruck. Was mir wichtig ist, dass hier wirklich in jedem Detail nach den Wünschen und nach den Bedürfnissen der Patienten gefragt wird. Denn um die Patienten geht es ja, wenn wir Krankenhäuser bauen und wenn wir Krankenhausversorgung überlegen. Und das ist für mich das Beeindruckende. Der Patient steht wirklich im Mittelpunkt. Wir begleiten von Seiten des Landes Krankenhäuser, die eben auch in die Zukunft investieren. Und deswegen werden wir die Klinik auch bei den weiteren Vorhaben auch vom Land her begleiten. Musik